Hallo und herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Heute bastel ich wieder eine Karte mit dem tollen Produktpaket Grünes Dankeschön. Und das ist diese hier. Karte Nummer 2. Auch ein sehr schönes Design. Und wie ich die mache, das seht ihr jetzt. So, hier habe ich eine Karte im Kraftpapier-Cardstock. In Kraftpapier genommen. Das ist jetzt nicht von Stamping Up oder so. Die habe ich tatsächlich aus einer Action. Das ist ein Set mit mehreren dieser Karten drin und dann noch passenden Umschlägen dazu. Und ich finde Kraftkarten sowieso auch wunderbar. Ich muss das mal ein bisschen hier rauszoomen. Wenigstens so. Hat sich nicht viel getan. Egal. Und das habe ich auch geprägt mit dem super schönen Prägefolder Makramee. So wie die letzte Karte aus dieser Reihe. Also die erste Karte. Und das ist ja, habe ich ja beim letzten Video schon total geschwärmt von. Ein super toller Prägefolder. Ich liebe ihn. Der macht so den Boho-Style und ich könnte meine Wohnung damit tapezieren. Ich könnte alles damit herrichten mit diesem Stempelset, also mit diesem Produktpaket und mit diesem Prägefolder. Und ich liebe einfach dieses Design. So, und dann habe ich Designerpapier genommen, ganz mein Geschmack. Das gibt es auch immer noch, das gab es schon im letzten Katalog, jetzt gibt es wieder. War auch gerade eine Aktion erst. Und da habe ich hier, ich habe das schon benutzt, so ein Stück mir rausgesucht. Also da ist so, ist das eigentlich, ja, ist von diesen. Das sieht aus wie so gemalert, ne? Also so grob gemalert. Und da habe ich mir das Stück ein bisschen betupft in der Mitte mit blauer Tinte. Also mit blauer Stempeltinte. Und mir am Rand so ein bisschen abgerissen, weil ich es nicht so drauf habe. Obwohl, so sieht es auch echt schick aus. Nein, ich wollte es ein bisschen schief haben. So ein bisschen Schrägheit haben. Und dann so ein bisschen messy, ne? Ich wollte es halt ein bisschen abreißen. Es gibt dem Ganzen einfach mehr Struktur. So klebe ich mir das auch erstmal an. Mit Abstandhalter natürlich. Und einen in der Mitte. Und zack. Also ich kann das hier gar nicht so ordentlich jetzt aufkleben, weil ja, so richtig gerade ist ja hier nichts. Nehme ich das noch da. Dann kommt das jetzt rauf. Das dauert mal wieder am längsten. So, dann kann das hier mit drauf. Wie rum hatte ich das? So rum hatte ich das. Also ich habe es mir ja schon mal angelegt und schon mal so ein bisschen abgerissen, so wie ich es haben möchte. Versuche jetzt, das wieder so zu finden. Ansonsten reiße ich einfach noch mal ein bisschen mehr ab, ne? Aber ein bisschen schräger noch. Ja, so ist okay. So, und dann habe ich mir Reste rausgesucht, die halt auch so ein bisschen rechteckig, dreieckig. Und es ist früh am Morgen wirklich, also ich drehe den Teil direkt nach dem ersten Teil, nach der ersten Karte. Und auch da hatte ich schon Sprachprobleme gehabt. Ich kann einfach nicht basteln und sprechen, ihr wisst es ja. So, die klebe ich jetzt einfach so dazwischen. Mit Kleber. Mich erhöhten. Nee, stimmt jetzt den einfach. Kleb. So, dass es halt hier so wie so ein Stück Papier raussucht, wenn du nicht immer da festkleben würdest. Dankeschön. So, dass es so ein bisschen aussieht, als würde das halt von hinten so normales Papier so sein. Natürlich kann man auch ein ganzes Stück Papier hinternehmen, ne? Aber ich wollte mal mein Papier loswerden, wo ich nur Stücke von habe, weil sonst sammelt sich das da und ich will es nicht wegschmeißen. Also nehme ich das jetzt für sowas, für so eine Zwecke. So in etwa. Dann reiße ich hier nochmal ein bisschen was ab. Oder reiße ich das ab? Ich reiße es ab.
So ein bisschen, zumindest. Da hat sich schon der Kleber hinter versteckt. So, und dann nehme ich wieder oder habe ich wieder mir ein bisschen was vorher ausgestempelt und ausgestanzt aus den beiden Sets. Da habe ich hier so einen Korb, der da mit drin ist in Schwarz. Dann ein Topf in Sahara-Sand gestempelt. Der kann dann hier so reingesteckt werden, total süß. Dann in, was habe ich hier genommen? Kurz gucken. Ich habe nämlich nicht die neuesten Stempelsets, also nicht alle Stempelsets, aber ein paar sind ja noch aktuell. Olivgrün, zweimal gestempelt, also quasi einmal abgestempelt und dann nochmal abgestempelt, ohne vorher nochmal in die Tinte zu gehen. Da kriegt man nämlich auch echt tolle Effekte raus. Ach, wisst ihr was, ich klebe das einfach erstmal schon mal auf, so. So, gucken, wie ich das hier jetzt zum Kleben... Ach, da klebe ich ja sowieso ein bisschen was vor noch. So, und dann nehme ich hier auch wieder Dimensionals. Nichts geht über Dimensionals. So, dann ist der Korb auch gleich fixiert. Dann kommt das hier oben schon mal so mit dran. Ja, hier ist okay. So, dann kommt das dahinter ran. Da klebe ich mir nur so ein Stück. Und das da drüber. Passt wunderbar so dann in die Lücke und somit kriegt es mehr Fülle. Und dann habe ich hier so einen Korb, der hier auch mit drin ist, gestempelt mit dem Zimtbraun. Genau, mit Zimtbraun. Der kriegt auch einen Dimensional. Den klebe ich hier so davor. Und das kommt so darüber. Verdecke ich aber den halben Korb. Gucken. Sieht aus ein bisschen wie Sägehorn. Wie ein Gesicht mit Sägehorn. Okay, dann mache ich das so. Gehst du ab, dann ich kann ja das andere Sägeohr ein bisschen so zudecken. So ist auch gut. Und dann habe ich noch so einen schwarzen und noch ein in Savanna ausgestanzt. Alles aus den Stanzensets. Und hier noch so eine Sukkulenten oder sowas. Kakteenmäßige Dinge. Die kommen hier drüben hin. Jetzt habe ich das alles ganz schön weit nach oben gemacht, ne? Hier unten ist er kaum. Naja, wird jetzt so. Macht nichts, sieht trotzdem gut aus. Dafür dann gleich für den kleinen Korb und für die gestempelten Dinger. Bisschen größer. Also einmal den. Der kommt dann. Kommst du her, bitte? Wie ich das so hier hin? Ja, den mache ich nicht damit, den klebe ich so lang, so rum auf, mit dem Kleber auf, meine ich, zack, und der hier, der ist ein bisschen groß dafür, so, der kommt dann davor, einfach so als Schale.
Charlo, so davor finde ich total schick. So, und jetzt fehlt noch ein Spruch. Und dann nehme ich wieder. Wo ist das jetzt? Da. Ach so. Ja, also hier erstmal hatte ich beim letzten Video auch schon gezeigt. Es sind sehr viele schöne Sprüche, aber eher so Dankessprüche. Kann ich nicht unbedingt gebrauchen, weil ich habe eher ganz viele Anlässe zum Geburtstag. Und dafür nehme ich hier besondere Momente und da habe ich auch beim letzten Mal mir schon Sprüche rausgesucht. Und diesmal nehme ich einen schönen Geburtstag, weil der passt jetzt hier so schön in die Mitte rein. Also ich habe es mir einfach gestempelt mit Börsemark und dann mit weißem Prägepuder geprägt. So, und jetzt schneide ich mir das so ein bisschen zurecht. Würde besser gehen, wenn meine Schere jetzt nicht so voller Kleber wäre, aber ich war noch zu faul, das abzumachen. So, dann hier oben. Und gerade ab. Und ich glaube, ich klebe es mir auch extra, oder? Dahin, dahin. Wie mache ich das jetzt am schönsten? So, so. Ach Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Mann, Mann, Mann. Ich werde das hier, glaube ich, extra machen. Schneide ich das jetzt extra? Ich muss mal kurz überlegen. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das alles extra auszuschneiden. Das hier natürlich so ein bisschen geschnörkelter, das im Block. Und dann auch so mit erhöhten Klebepads, das so mittig in die Karte zu machen. Somit habe ich nichts verdeckt, habe die Mitte gefüllt. Und dann sieht es auch wieder ein bisschen stimmiger und aufgelockerter aus. So im Nachhinein hätte ich das alles doch ein bisschen weiter runtergesetzt, weil das jetzt so ein bisschen so mehr so lastig in die Ecke, in die rechte Ecke da oben ist. Aber es sieht trotzdem toll aus. Also ich finde die Karte trotzdem soweit ganz hübsch. Jetzt kommen noch meine Halbperlen, weil ich auch bei der letzten Karte schon gemerkt habe, dass es ohne Halbperlen geht nichts. Also es sieht dann gleich einfach noch mal schöner aus. Mal gucken, wo ich die hier so hinmache. Vielleicht da. 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 Hier noch ein. Mal gucken, wie das dann so aussieht. Dreht euch, danke. Die habe ich übrigens von Amazon, glaube ich, oder eBay. Na, halt so das Übliche, wo man nach sowas guckt, wenn man auf die Schnelle guckt. Silber und so würde jetzt bestimmt auch gut aussehen, aber ich finde, gerade mit Schwarz in dieser ganzen Farbkombination wirkt es mehr nach diesem Boho-Style, also passt es besser zu diesem Boho-Style. Deswegen nehme ich lieber das. So, und ja, finde ich, sieht gleich noch mal ein bisschen aufgelockerter aus. So, ich habe dann doch noch ein bisschen was verändert. Ich habe das ganze Stück doch ein bisschen weiter runtergeschoben und hier auf dieses Gedöns hier verzichtet. Finde ich, sieht jetzt noch mal ein bisschen stimmiger aus, ist nicht so rechtslastig, also es kippt jetzt nicht so gefühlt in eine obere Ecke und so gefällt es mir dann doch noch mal ein wenig besser, ja. Ja, doch. So, Karte Nummer 2 ist beendet. Karte Nummer 3 folgt in Kürze. Seid also gespannt. Auch das wird eine sehr schöne Karte werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen nach oben und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.